Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich wie immer, dass ihr alle mit dabei seid. Und ich habe heute auch eine kleine Überraschung für euch. Heute machen wir mal eine kleine Außenmission und zwar zu der historischen Getreidemühle von der Frau Erle. Da gibt es so ein paar Dinge, die euch bestimmt auch interessieren. Zum einen war leider das Getriebe kaputt, da gibt es noch ein Problem mit der Elektrik und die ganze Anlage ist natürlich höchst interessant und für die, die so ein bisschen Technik interessiert sind, ein absoluter Augenschmaus, versprochen. Ja, ich werde gleich von Falk abgeholt. Falk ist auch unser Getriebebauer bzw. Elektromaschinenbauer, der uns geholfen hat, unser Getriebe unten im Mühlraum zu erneuern. Absoluter Fachmann und der hat auch Hand am Getriebe von der Frau Erle angelegt, hat das Getriebe komplett zerlegt, komplett erneuert. Leider habe ich davon keine Videoaufnahmen, aber heute geht es darum, das Getriebeöl in das Getriebe einzufüllen und den ersten Testlauf der Anlage zu machen, wobei wir sie wahrscheinlich nicht angeschaltet lassen können. Da ist noch ein Problem mit der Elektrik, der Steuerungselektrik der Mühle gibt. Hier haben wir ein Wasserrad, das ist, schätze ich mal, in den 90ern gebaut worden, komplett aus Edelstahl mit Edelstahlgerinne. Ihr wisst, so Edelstahl ist nicht so mein Ding, aber dafür ist es von einem richtig professionellen Mühlenbauern gebaut worden. Allerdings gab es hier einen Getriebeschaden und die zweite, vielleicht noch größere Ehre, die ich habe, ich bin heute wieder mit unserem Getriebebauer, Elektromaschinenbauer Falk unterwegs, der uns auch unser Getriebe an unserer Mühle repariert und passend gemacht hat. Und er hat sich hier diesem Schätzchen angenommen und gibt uns heute die Chance, dass wir hier mal über den Tellerrand kommen. Also das Getriebe, das lief ja schon ein paar Jahre hier und das war mächtig verschlissen. Und auch eine Welle war auch defekt, die habe ich dann neu angefertigt und haben das Getriebe dann komplett neu gelagert. Und das läuft jetzt wieder wie ein Bienchen. So ihr Lieben, wir gehen jetzt mal runter in den Keller, wo Falk das Getriebe repariert hat. Und vielleicht gibt er uns da auch eine kleine Führung und auch mal so ein bisschen Einblick in die Technik. Und hier ist auch noch ganz viel historisch und original. Bei uns war ja alles kaputt. Was sagst du? Bei uns war ja alles kaputt. Bei euch war alles kaputt, ja stimmt. Ja, ja. Aber ja, hier, und das wollt auch, dass das dran bleibt hier und nicht hier einfach wegschneiden und wegmachen. Da war erst eine andere Firma da, ja, die wollte hier richtig alles auseinanderbauen, ne? Ja, die wollten hier mit schweren Werkzeug hier und Brettschneider die Wellen rausschneiden. Nein, mitmachen. Aber richtig geil, hier ist auch ganz viel Historisches erhalten. Richtig toll, sieht man heute ja auch selten. Aber richtig, richtig klasse. Hier ist die Königswelle. Und das ist das Getriebe. Wissen wir, wann das gebaut worden ist, Falk? Weißt du das? Oh nee. Eingebaut ist vor über 10 Jahren und ist jetzt zum zweiten Mal wird es repariert, weil oben die Schützen nicht zugefahren sind und das Wasser vielleicht über 10 Stunden auf das Mühlrad ist kaputt gegangen. Mhm. Und eingebaut wurde es, weil das Stirnrad, was dort steht, das ging kaputt. Das sind neue Kammern. Dann musste ich mich entscheiden, was mache ich. Und dann musste ich nichts anderes wie ein Getriebe. Das Wohnhaus ist vermietet. Und aus diesem Grund sollte es dann leichter laufen. Was es jetzt auch tut. Ja, das Besondere hier an der Mühle ist, dass noch alles im mahlfähigen Zustand ist. Leider gibt es jetzt noch ein kleines Problem mit der SBS-Steuerung, aber das werden wir auch noch in den Griff bekommen. Wir haben die Besitzerin hier der Mühle, die vielleicht noch was zur Geschichte und zum Werdegang der Mühle sagen kann. Sie, Frau Erle. Und ja, es ist schon lange im Familienbesitz, oder? Ja, seit 1821 ist es im Familienbetrieb. Die Vorfahren kamen aus Bischhausen im Schwalm-Eder-Kreis und ich bin in der sechsten Generation jetzt hier. Ja, und die Mühle ist 89 abgestellt. Mein Vater war in das Alter gekommen, dass er das nicht mehr konnte
Und dann habe ich das irgendwann übernommen. Und ich selber habe hier auch Müllerin gelernt. Ich bin gelernte Müllerin mit Gehilfenbrief, also keine Meisterprüfung. Diese Mühle war eine 2-Tonnen-Mühle, also keine Durchgangsmühle, sondern eine Rückschrittmühle. Ja, und jetzt sind wir auf dem Sichterboden. Das ist der Plansichter. Der ist sehr klein, aber das war ein Hochleistungssichter. Und hier haben wir jetzt auch diese Mischmaschinen. Vor dem Umbau in 1961 gab es nur diese beiden, einmal Mehl, einmal Kleie. Später hat man verschiedene Typen vermahlen, 1050, 405. Das sind dann diese Mischmaschinen. Und diese Energie kam ja aus dem Keller. Und hier haben wir den Haupttriemen, der unten im Keller an der Transmission war. Der lief immer. Und an diesen Rädern, Riemenscheiben, hat man dann zum Beispiel die Riemen immer abgemacht, wenn das Getreide zur Reinigung kam an der Waage. Dann hat man diese Maschine nie laufen lassen. Man ging sehr gewissenhaft mit der Energie, die man hatte, um. Wenn die Reinigung lief, da ist die Netzschnecke, dann hat man das auch wieder angehabt. Sonst, also es liefen nie alle Riemen auf einmal. Ja, Frau Erler hat die Mühle in den 90er Jahren übernommen und ist seitdem die Hüterin dieser wahnsinnig tollen Anlage. Ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, vielleicht noch mal so kleine Chargen Getreide zu vermahlen. Wie ihr wisst, sie ist ja Müllerin, aber sie sagte, das lohnt sich absolut nicht. Und selbst die hier bei uns in der Region angefangen haben, so kleine Chargen vielleicht wieder Bio-Getreide zu vermahlen, haben damit mittlerweile auch wieder aufgehört, weil es einfach von den Anforderungen her, was die Hygiene angeht und einfach auch diesen Aufwand, das alles wieder sauber zu machen, wahrscheinlich äußerst unrentabel ist, was ich echt schade finde. Also ich würde die Anlage unheimlich gern mal laufen sehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Da oben ist der Trieur mit einem Magnet drin, weil in dem Bahnsichter ist der Gase, also Seide, und wenn dann irgendwie was reinkommt, geht das kaputt und da muss der ganze Plansichter aufgemacht werden. Dann haben wir hier den ersten Aspirateur für das Getreide, was ins Silo kommt. Gut, jetzt nehmen wir auch noch mal eine Riemenscheibe hier, weil das ist so ein ausgeklügeltes System. Jetzt im Nachhinein denke ich, wie war das alles möglich, aber ich habe es erlebt, dass das alles wunderbar gelaufen hat. Wie ein Uhrwerk. So, und hier haben wir jetzt diese Arbeitserleichterung mit diesen Absacken von dem Mehl. Das ist dann die Mehlwaage mit dem Aspirateur, der neu kam. Es wurde ja aufgestockt. Und das ist die Reinigungsmaschine für die Vermahlung. Und von hier oben konnte man an diesem Verteiler, konnte man unten einschalten, wohin das Getreide läuft. Ob es in die erste Zelle 2, 3, 4, 5, ob es auf die Trocknung gleich geleitet wird oder ob es zur Vermahlung kommt. Und das konnte man ganz unten bei dieser automatischen Waage einstellen. Hier kann man es auch sehen, man konnte dann diese Zellen, hier 3 Stück, damit befüllen. Die wieder hier weiß ist Mehl, grün ist das Getreide oder die Schale. Und das finde ich schon, da habe ich schon Respekt vor, was die Müller, also in dem Fall mein Vater mit den Mühlenbauern und wer alles hier mitgedacht hat, das ist ein ausgeklügeltes System, was ich sehr bewundere. Aber wenn man die Riemen wieder auflegt und wieder unten das Rad antreibt, könnte man alles komplett. Alles, ja. Ist nichts festgerostet. Also ich habe mich hier immer, ich habe in 1993 diese Mühle übernommen und habe mich gefühlt immer, dass ich die Hüterin dieser Mühle bin und hoffe, dass es die Mühle
Ich wollte auch Museum hier machen, so für Schulklassen. Dann müssen natürlich die Maschinen geöffnet machen, dass man das anschaulich den Kindern erklären kann, wie das früher war. Weil ich, das ist einfach toll, diese Technik ist wunderbar. Ja. Es gibt jetzt noch ein kleines steuerungstechnisches Problem. Das heißt also, da die Anlage jetzt eine ganze Weile außer Betrieb war, scheint die Pufferbatterie von der Steuerung leer zu sein oder das Programm ist gelöscht. Das heißt, die Steuerung läuft, aber kann tatsächlich nichts steuern. Zudem habe ich gesehen, ist auch noch eine Bremse an dem Schieber vom Müllrad abgebaut worden, einfach weil die Steuerung nicht funktioniert hat und die Bremse das Ganze blockiert hat. Das musst du jetzt auch alles wieder instand setzen, oder? Ja, richtig. Das muss auch instand gesetzt werden, sonst wer A sagt, muss auch B sagen. Also geht es jetzt auch weiter mit der Steuerung und mit dem Schieber, der dann bei Netzausfall oder bei Störung automatisch wieder zufährt. Also was wir gesehen haben, ich habe eben schon mal einen Blick in den Stromlaufplan gelegt. Also die Mühle ist wirklich von einem richtig professionellen Mühlenbauer gebaut worden. Auch die Form vom Gerinne findet man selten. Das ganze Gerät ist aus Edelstahl gebaut. Es gibt jetzt natürlich das Problem, dass es durch die defekte SPS nicht einspeisen kann. Wenn es aber einspeisen könnte, würde es etwa 4 kW an Leistung dem Netz zur Verfügung stellen. Ist noch eine konventionelle, etwas ältere Technik, wo über einen Asynchron-Generator die Leistung direkt ins Netz gegeben wird. Die Anlage hat etwa 22.000 Kilowattstunden im Jahr produziert. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel Wasser so im Fluss zur Verfügung steht. Das ist ja auch immer ein bisschen wetterabhängig und witterungsabhängig. Das heißt also, wenn ein bisschen mehr Niederschlag fällt, dann wird natürlich auch ein bisschen mehr Leistung produziert. Generell ist es jetzt so, dadurch, dass wir, wie wir unten im Keller gesehen haben, dieses große Kammraddefekt ist, kann diese gesamte Transmission momentan nicht betrieben werden. Es könnte aber über einen Elektromotor und Drehstrommotor, ähnlich wie wir das bei uns im Kleinen gemacht haben, hier auch separat eingespeist werden. Und dann würde hier dieses ganze wunderbare Räderwerk wieder zum Leben erwecken und man könnte mit der Mühle sogar Getreide vermahlen. Ich bin wieder zurück von unserer kleinen Außenmission. Ich persönlich bin ja ein Fan von solcher Technik und ich finde es gerade, ich bin ja so ein Kind der modernen Steuerungs- und Antriebstechnik und ja, das ist natürlich auch klasse, ja, wenn man so mal eine Gepäckförderanlage in den Katakomben vom Frankfurter Flughafen laufen sieht. Da denke ich aber immer, da steht der Stab an Ingenieure, der sich damit prima auskennt, zur Verfügung. Bei so historischer Technik ist es ja so, dass die Leute, die sich richtig damit auskennen, immer weniger werden. Und ich persönlich finde es immer toll, wenn sowas erhalten werden kann, einfach mal um darzustellen, wie das früher so gewesen ist. Und wenn man dann vor Ort ist, dann kann man sich auch so ein bisschen reinversetzen, dass das doch teilweise ziemlich mühsam gewesen ist, aber eben auch aus einer anderen Zeit stammt, wo vielleicht auch alles nicht ganz so schnelllebig war und die Familien vielleicht auch noch einfach ein bisschen näher zusammengestanden haben, wo Handwerk noch richtig in der Mitte der Gesellschaft platziert war. Und wir haben jetzt so ein paar To-Dos, um die wir uns natürlich kümmern müssen. Das ist zum einen, dass wir die Schaltpläne in digitalisierter Form zugesendet bekommen. Dann muss ich mal ein paar Kontakte abtriggern bezüglich Kleinsteuerung und Programmierung von Kleinsteuerung. Das soll ja natürlich alles nicht so wahnsinnig viel Geld kosten. Und dann muss das Ganze natürlich noch eingebaut werden und in Betrieb genommen werden. Aber ich denke, das kriegen wir zusammen hin. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wissen möchtet, wie das weitergeht mit dieser wunderschönen Mühle, dann lasst mir doch mal ein Abo und Like da. Kommt wieder hier zurück zu uns, zur Obermühle, zu unserem Mühlenkanal. Hier geht es ja immer um Themen, die sich um die Instandsetzung oder Wiederinstandsetzung von Mühlen, vornehmlich erstmal unserer, aber ich gucke auch gerne mal über den Tellerrand, befassen. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Tschüss.